Wahnsinn, ausgerechnet Alena Büchs, ja, die ja, ich sag mal, in der Covid-Pandemie-Zeit nicht unbedingt nur mit Glanzleistungen aufgewartet hat, ist jetzt hier auf einer Veranstaltung, die offenbar von Thilo Jung veranstaltet wurde, hier aufgetreten. Und da gab es so eine Debatte pro und contra AfD-Verbot. Und sie hat dann natürlich ganz messerscharf, in ihrem eigenen Glauben jedenfalls, pro einem AfD-Verbot argumentiert. Doch das, was sie hier tatsächlich macht, ist nichts anderes als höchstgradig unwissenschaftlich. Man muss sich erstmal vorstellen, das ist eine Professorin, ja, und die nimmt einfach völlig aus der Luft gegriffene Behauptungen auf, stellt diese dann als Wahrheit dar und versucht auf dieser Grundlage eben Menschen zu, ich würde mal sagen, kategorisieren und auch die ganze AfD zu verbieten. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wir müssen uns das jetzt einfach mal hier gemeinsam in voller Länge anschauen. Es sind 4 Minuten. Ich weiß, die sind nicht sehr leicht zu ertragen, aber da müsst ihr jetzt einfach mal durch. Also, Ton ab, Klappe gilt oder wie es auch immer heißt und los. Sie wollen dich deportieren. Oder deine Mutter. Oder deinen besten Freund. Und zwar scheißegal, ob ihr Deutsch seid, denn sie haben ein rassistisch-völkisches Verständnis vom Nationalstaat und Staatsbürgerschaft. Sie haben eine autoritäre Vorstellung davon, wie du leben sollst, mit wem du Sex haben kannst, wie deine Familie aussehen soll, welchen Job du haben kannst, wie du aussehen sollst, wie du reden sollst. Und alle, die anders denken, wollen sie schikanieren. Und also ganz kurz mal, sie meint hier nicht etwa die Grünen gerade, wo man jetzt denken würde, so rein von der Beschreibung, die sie gerade gewählt hat, könnte da so einiges ganz gut passen. So nach dem Motto, welche Heizung du im Keller haben sollst, ob du Fleisch essen sollst, ja oder nein, wie teuer einzelne Produkte sein werden, ob du jetzt beispielsweise bei ungesunden Lebensmitteln ein bisschen die Steuern erhöhst oder die Abgaben, ja, oder dass du beispielsweise Benzin immer teurer machst und so. Aber das, was sie hier sagt, bezieht sie tatsächlich auf die AfD. Also wo hat bei der AfD jemals jemand irgendwie einem vorschreiben wollen, wie man irgendwie zu leben hat? Noch viel schlimmer ist, dass sie das falsche Narrativ und diese falsche Erzählung von Korrektiv einfach aufgreift, das mit diesem, sie wollen dich deportieren und so weiter, vollkommen egal, ob du Deutsch bist. Ja, also das muss man sich einfach mal vorstellen, eine Professorin übernimmt hier völlig absurde Falschdarstellungen und Meinungsbeiträge und stellt es dann einfach so hin, als ja, wäre das quasi die gesamte Parteilinie der AfD. Ne? Wahnsinn. Sie loswerden. Sie sind korrupt. Sie verkaufen für ein paar tausend Euro Geheimnisse an autokratische Staaten. Führende Figuren. Ach ja? Wo sind denn die Beweise dafür, Frau Büchs? Haben Sie die zufällig gerade mal? Also bisher war nichts von dem, was da behauptet wurde, in irgendeiner Art und Weise da, bewiesen. Sonst hätte es ja auch bereits entsprechende Anklagen und Verurteilungen vielleicht schon gegeben. Na? Sonst hätten ja die jeweils Verantwortlichen auch schon zurücktreten müssen oder wären vielleicht schon auf der Partei ausgeschlossen oder zumindest die Verfahren wären angeleitet. Aber komischerweise, ich weiß nicht, wie es euch so geht, Leute, aber seitdem die Europawahl jetzt vorbei ist, ja, gar nichts mehr gehört über Herr Bistron in der Presse. Und auch über Maximilian Krah hört man irgendwie komischerweise gar nichts mehr. Auch nichts über irgendwelche Verbindungen zu China oder Russland, nichts. Alles wie weggefegt. Aber es wird von ihr trotzdem irgendwie als Wahrheit dargestellt. Also im Zweifel für den Angeklagten, das gilt bei ihr nicht. Und ich meine, das wäre schon übertrieben, weil welcher Angeklagte? Es gab ja gar keinen Angeklagten. Es ist der absolute Wahnsinn. Sie stellt sich einfach hin und behauptet das, als wäre es gegeben. Fake News par excellence. Ja, von einer Professorin hier vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht, soll das irgendwie ein Poetry Slam sein oder irgendwie so eine Märchenveranstaltung oder was genau liefert sie eigentlich hier ab? Sie verachten die Demokratie. Die demokratischen Institutionen wollen sie unterwandern.
aushöhlen, von innen zerstören. Gerichte, Verfassungsschutz. Sie rufen offen zur Gewalt auf, gegen die Demokratie. Okay, also hat die AfD bisher verfassungswidrige Haushalte und verfassungswidrige Stiftungsgesetze gemacht? Nein, hat sie nicht. Haben die Altparteien in ihrem Programm mehr direkte Demokratie drinstehen? Oder hat das die AfD? Können Sie ja gerne mal nachschauen, Frau Professorin. Wer ruft öffentlich zu Gewalt auf? Wer ruft dazu auf, Parlamentare bzw. Parteitage nicht stattfinden zu lassen von Parteien? Macht das die AfD? Oder machen das die Altparteien, zum Beispiel die CDU und ihr Bürgermeister von Essen, bei dem Parteitag der AfD? Also, wer will hier Demokratie zerstören? Ne? Wahnsinn! Sie stellt alles wirklich genau 180 Grad verkehrt dar. Und gegen die, die sie vertreten und schützen. 20% der Menschen, und im Osten sehr viel mehr, finden das im Moment wählbar. 8% in Deutschland haben ein gefestigtes, rechtsradikales Weltbild. Nein, diese Menschen haben es einfach nur satt, von ihnen als solche bezeichnet zu werden. Und den Menschen ist es mittlerweile egal, wie oft sie auch noch die rechtsextremen Keule schwingen mögen, weil sie mittlerweile begriffen haben, ja, dass alles, was nicht links ist, in ihrem Weltbild, Frau Professorin, automatisch rechtsextrem ist. Das ist ein kleiner Unterschied. Der Rest ist wahrscheinlich nachvollziehbar frustriert, aber die Demagogen nutzen das aus. Was machst du? Was machen wir? Lassen wir das geschehen? Sagen wir, wir nehmen das hin, bis es zu spät ist. Okay, mein Lieber, du wirst das Familienoberhaupt. Okay, meine Liebe, du gehst in die Küche und kriegst Kinder. Viele Krieger, Kämpfer. Faschismus kommt zurück, die EU geht kaputt, die Wirtschaft geht in den Arsch, weil die lächerlich simplen politischen Angebote natürlich überhaupt nichts bringen. Ach so, verstehe. Ich dachte gerade, ich bin schon wieder komplett verwirrt. Ich dachte gerade schon eben, dass sie wieder den aktuellen Zustand Deutschlands und der EU beschreibt durch die Ampel und durch die Politik davor, weil dass die Wirtschaft, so wie sie es sagt, in Arsch geht und so, das hat ja bisher eine andere Politik zu verantworten, nicht die Politik der AfD, oder? Und auch die anderen beschriebenen Szenarien. Und dann das mit diesem, du gehst in die Küche und kriegst Kinder und Krieger? Also wer ruft denn die ganze Zeit zu mehr Waffen und so weiter auf? Nicht die AfD. Also ich habe jetzt bei der AfD auch noch nie irgendwie jemand gesehen, der gesagt hat, du sollst jetzt Kinder kriegen und neue Krieger und so. Also was ist das jetzt irgendwie so eine Nibelungensaga? Oder aus welchem Märchenbuch zitiert sie hier eigentlich gerade? Es ist ja wirklich nicht mal mehr in der Fantasy-Abteilung würde man sowas finden. Wahnsinn. Warten wir, bis sie immer mehr Normalisierung und Legitimation durch die Insignien der Macht und durch Ämter kriegen? Ja, liebe Frau Professorin, das Blöde an der Demokratie ist, dass alle anderen Leute eben auch mitmachen dürfen. Und nicht nur sie. Pech gehabt. Wissenschaftsminister, Kulturbeauftragte, Innenminister, Ministerpräsidenten. Nein, wir müssen ganz, ganz viel tun. Wir müssen reden mit unseren Freunden, Kollegen, Nachbarn. Uns den Mund vor sich reden. Wir müssen demonstrieren auf die Straße. Wir müssen uns engagieren, zivilgesellschaftlich, politisch und die schützen, die das tun. Wir brauchen unbedingt bessere Politik. Wir brauchen weiter Gewalt durch den Verfassungsschutz. Also da stimme ich auf jeden Fall zu. Wir brauchen tatsächlich unbedingt mehr Politik. Und wir, die alle vor dem Bildschirm sitzen, wir haben auch das Recht zu demonstrieren. Wir haben auch das Recht mitzureden, ja, genauso viel wie jeder andere auch, ne? Also Demokratie ist keine Einbahnstraße, Frau Bulks, ne? Kann ich Ihnen leider hier so sagen. Aber wir brauchen auch unser schärfstes Schwert. Oh. Wir sind Verfassungsfeinde. Ja. Und das sagt wer? Das sagt einfach Alena Bulks, die, wie gesagt, erwiesenermaßen einfach irgendwelche Gerüchte aus der Luft pflückt, als wären es Kirschen an einem Baum und dann daraus einfach Wahrheiten macht. Ich wünschte, als Unternehmer ist es ja immer so, du musst dich der Realität stellen. Du kannst gar nicht an der unternehmerischen Realität vorbei irgendwie geschäftlich tätig sein, sonst bist du sofort pleite. Ich wünschte auch manchmal,
Ich könnte auch mich hinsetzen und mir mein Weltbild einfach so aus der Fantasie heraus, so am Reißbrett, einfach so entwerfen. Ach, was wäre das für eine tolle Welt, wenn man sich das so zusammen, reimen könnte, ja? Und gegen Verfassungsfeinde hat unsere Verfassung was. Na? Paragraph 21 Grundgesetz. Verstöße gegen die Menschenwürde, Parteien, die darauf abzielen oder das Verhalten ihrer Anhänger, das darauf abzielt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das, was unsere Demokratie ausmacht, zu beschädigen, zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Wir haben damit nicht viel Erfolg bisher gehabt und auch nicht viel Erfahrung. Wir haben das bisher in Deutschland viermal gehabt. Zweimal erfolgreich, einmal gegen eine sehr linke, einmal gegen eine sehr rechte Partei im letzten Jahrhundert, zweimal in diesem Jahrhundert erfolglos. Und es gibt, das wird euch die Gegenseite sehr, sehr ausführlich erklären, zu Recht hohe Hürden gegen ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber vertu dich nicht. Sie hassen dich. Die Zeit ist jetzt. Verbieten. Dankeschön. Sie hassen dich. Also irgendwie muss ich sagen, ich hasse sie nicht. Ich hasse auch keine Leute, die irgendwie Grün wählen oder so. Mir sind die Leute eher so ein bisschen gleichgültig, ja. Aber ich vernehme so ein bisschen Hass aus dieser Rede herauszulesen. Ist das schon Hassrede? Keine Ahnung. Also irgendwie weiß ich immer noch nicht genau, ob das nicht doch irgendwie so ein Poetry Slam Wettbewerb oder so ist. Oder irgendwie man versucht hier irgendwas Satirisches vielleicht. Also wenn das Satire sein soll, dann ist sie natürlich sehr schlecht. Aber so mit der Wahrheit hat das natürlich nichts zu tun. Also wenn man diesen Text, also das, was sie hier gesprochen hat, einfach mal aufskripten würde und dann einfach sich an die Arbeit machen würde, mal ein paar Rechtsanwälte, da brauchst du auch kein Verfassungsgericht, da musst du einfach nur ein paar Rechtsanwälte ransetzen und einfach sagen, ja, pass mal auf, prüft da mal die einzelnen Aussagen. Wo findet ihr jetzt das geplant? Ja, nicht nur bei einzelnen Anhängern, sondern geplant als Parteiprogramm, dass die genau das wirklich so vorhaben und durchführen wollen und auch die Kompetenz haben, das durchführen zu können, um diese Partei zu verbieten. Da bin ich ja richtig gespannt. Da werden sich so manche noch richtig, richtig viele Zähne ausbeißen bei dem Versuch. Aber dass man, ich werfe hier Frau Böx ganz klar vor, dass sie mit so einer Rede eigentlich zu einer weiteren gesellschaftlichen Spaltung beitragen möchte. Ja, sie kreiert ja hier wirklich ganz bewusst so Feindbilder auch empor, wo ich mir so denke, also das ist auf jeden Fall nicht mehr gesund. Ja.